Bayerns scheidender Ministerpräsident Horst Seehofer fühlt sich von seiner eigenen Partei demontiert. Der CSU-Vorsitzende sagte der Süddeutschen Zeitung, es habe etliche Bösartigkeiten gegeben. Zugleich beklagte Seehofer fehlende Anerkennung. Man könne eine Partei retten, sie nach oben führen, aber man werde nicht erleben, dass letzten Endes dafür Dankbarkeit herrsche. Seehofer hatte sich nach langem innerparteilichen Ringen bereit erklärt, das Amt des Ministerpräsidenten an seinen Rivalen Markus Söder abzugeben und als Minister nach Berlin zu wechseln.